So, weiter geht's heute mit dem Qualifikationsrennen zum großen Preis von Australien. Los geht's. Das im Regen. Wir beginnen jeden Moment mit der heutigen Qualifying Session hier in Melbourne beim Grand Prix von Australien. Und während wir hier auf die grüne Ampel warten, muss ich schon sagen, Stefan Römer, ich glaube nicht, dass dieser Regen in naher Zukunft nachlassen wird. Ich denke, wir werden einige Last-Minute-Änderungen an den Setups sehen und die Autos müssen dann besser mit diesen Bedingungen klarkommen. Was meinst du? Das Problem ist natürlich, dass alle schon an das morgige Rennen denken müssen. Mhm. Du willst natürlich nicht das Fahrgestell anheben und ein bisschen mehr zusätzlichen Abtrieb einstellen, den du im Grand Prix selbst gar nicht haben willst. Die Parkfermehrregeln bedeuten aber, dass du genau diese Entscheidungen treffen musst. Das Beste, was die Fahrer machen können, ist, mit dem zu arbeiten, was ihnen im Cockpit zur Verfügung steht. Wenn man die Bremskraftverteilung weiter auf die Vorderachse legt, verhindert man, dass das Heck beim Bremsen rutscht. Und eine Öffnung des Differentials kann das Übersteuern am Kurvenausgang deutlich einschränken. Jene Fahrer, die diese Technik am besten für sich nutzen können, haben heute sicherlich die besten Chancen auf Erfolg. So. Dann geht's heute weiter. Gut, wir können trocken fahren, das ist gut. Gut, das erste Qualifying der Saison, vielleicht auch die erste Pole, direkt mal mit meinem Team. Ja, natürlich auch schön. Vor uns ist Kimi. Körscher drin. So. Ach, das verlieren wir das Ding. P6 momentan nur. Eieiei, das ist genau das, was ist passiert. Flüge weg. Hab in die Garage zurück. Scheiße. Car repairs have set us back a little.
13. momentan nur. Sehe alles andere als erfolgreich. Dann wird das nicht mehr trocken werden. So, Pole von unserem Teamkollegen. Das wäre zumindest gut. Aber nochmal so ein Rennen will ich auch nicht haben. Jetzt irgendwie, wo ich jedes Rennen dann aufholen muss. Wir probieren es auf jeden Fall nochmal. Ist halt Sektor 1. Ah, leichte Quäste, klar, verfahren trocken Setup. Zeit wird besser. So, es könnte noch besser werden. Nein. Minimal dahinter. Schon klar. Versuch's nochmal. Fünf Minuten noch. Super, nicht super durchgekommen. Bis Zeit, jetzt.
Meine, der Regen wird nicht aufhören, das ist das Gute. Es sind noch 3,5 Minuten. Also bleibt, sollte das eigentlich reichen mit der Pole. Frage ist, wie viel schneller werden die anderen? Alle wollen sie nochmal raus. Okay, some quick lap times are now being posted. It's getting faster out there. So wäre super. So würde es auch perfekt sein. Ah, das war's. All personnel be aware. Car leaving. Die Frage ist, wie viel schneller werden die jetzt noch? Hm? Was ist denn jetzt? Achso. Das war natürlich jetzt keine Absicht. Letzte Minute. Jetzt hört Merck auf 2. Ja, wenn die Top-Teams auf jeden Fall nochmal zulegen können. Ich gesehen, dass ein Auto hinter mir war. Hamilton. Sekunden. Das wird schwierig werden, da nochmal reinzukommen. Ja, die Zeit kriegen wir nicht mehr. 60 Sekunden, das haben wir zu spät raus. Viel zu spät raus. Ich glaube, wenn wir Pech haben, sind wir die Pause sogar los. Jetzt ist die Zeit um. Zwölfter am Ende sogar noch. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Hamilton, Bottas und Max Verstappen. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Sag ja, viel zu spät raus. Sonst hätten wir es tatsächlich wahrscheinlich sogar packen können. Gut, müssen wir von 12 richten. Irgendwie. Irgendwie. Das.
Das ist zwar nicht ideal, aber am Samstag gibt es noch keine Punkte. Kühlen Kopf bewahren und im Rennen richtig durchstarten. Schauen wir mal. Wir sehen uns dann wieder morgen zum Rennen.